Herzlich willkommen zur neuen Folge Karte auf dem Marsch. Wir werden jetzt weiter Holz machen. Und wir nebenbei noch Gäres verkaufen. Hat wir 2 Millionen noch knacken heute. Holz verkaufen werden wir auch noch demnächst. Weil ich gerade schön fällen werde. Und dann schaue ich mal, wann es hell wird, damit wir wieder auf Normalgeschwindigkeit gehen können. Dunkel ist ja so ein Scheiß. Oh, Wetter hat sich geändert auf Wolken. Naja, Hauptsache kein von Schnee. Schau mal, da wäre. Den Rest übers Fahrzeug, ne? Genau gegen den Arm. Das gibt's doch gar nicht. Wollt ihr mir ins Wasser rein? Nein! Wir haben hier nur eine Pfütze. Und da rollt es rein. Wenn wir LKW tauchen fahren. Und warum schwimmt der Balken nicht oben drauf? Aber er war ein bisschen sehr hoch. Nicht zu ändern. Ich denke mal, das macht von der Länge her. Es macht uns nicht arm, sag mal so. Ich habe hier zwar Autodrive drauf, aber ob ich das je nutzen werde, ich glaube eher nicht. Ich mache ja vieles alleine. Was ich genutze, ist Verkaufskurse. Wie bei GRS aktuell. Aber ja, Feldarbeiten zum Beispiel mache ich ganz gerne mit Cosplay. So viele Arbeiten, die du machen kannst, von Düngen, Aussaat, Ernten. Das würdest du allein gar nicht schaffen. Auch von Verbandsfahren her ist es auch nicht so. Kannst ja gar nicht mal mehr machen, das ist ja. Ist schon 9 Uhr noch dunkel? Oh, jetzt wird aber hell. Winter ist sehr lange dunkel. Jetzt gehen wir runter auf 30. Fließen im Gang. Man kann dran denken, dass wir bei der Geschwindigkeit die Tiere im Blick haben. Ich meine, das Futter reicht immer für 2 Tage. Sollte kein Problem darstellen. Da wir es jetzt vor rund 12 Stunden kontrolliert haben, wurde es eher mehr. Aber das sollte keine Probleme bereiten. Dass die Tiere jetzt hungern oder so. Und Wasser hat wieder mit abgenommen, Stroh auch, aber solange was da ist. Futter ist reichlich da, das ist entscheidend. Wasser und Futter ist da, alles gut. Ja, die Kälber kriegen wir nicht mit.
Unwahrscheinlich. 0,5. 0,2. Schade. Aber gut. Das war eigentlich bekannt, dass die vielfach kommt. Und wir wollen ja auf groß gehen, ne? Wollen wir mal Großbauer werden. Wo wir noch nicht alles Land haben. Das werden wir auch nie alles haben. Das ist unwahrscheinlich. Immer jetzt hätten wir Geld fürs paar Felder. Das werden wir auch in der Vierfach so machen, dass wir zum Winter hin wirklich viel Silage haben. Weil machen wir auch mal Mais. Da so ein Überladewagen, muss man probieren, ob da das klappen würde. Zwei, drei Überladewagen hintereinander stellen. So dass alle voll sind und dass nach und nach sich die BGH dann die Silage danach zieht. Dass wir da einen großen Puffer haben. Aber da wollen wir Mais machen, ne? Also das ist noch lange hin. Ein großes Feld mit Mais. Früher noch Bäume fällen, dass wir einmal gleich ein paar Bäume pflanzen können. Ich möchte jedenfalls in Palettenproduktion einsteigen. Das ist ja die Grundlage von allen Produktionen mehr oder weniger. Man kann zwar auch die Paletten kaufen, aber machen wir eine Katze rein, ne? Ja, ja. Aber ja, Produktion, Sägewerk, das wäre ein Thema. Das wäre, was wir gleich machen könnten. Dann gehen wir Produktion, was auch mit Holz zusammenhängt, ist Papier und Kartons. Dann Pellets, also für Heizmaterial, wo wir Hackschütze verarbeiten können. Die wir zwangsläufig auch im Sägewerk haben. Aber das, wie gesagt, das ist jetzt wir haben die erste Sache zu tun mit Aussaat. Belege von allen etwas zu machen: Weizen, Gerste, Raps, Mais für ja. Haben wir hell genug, das können wir auf, ja, auf 5 oder auf 1 gehen. Auf 1. Dann warum sollen wir uns am Tag uns quälen? Ne? Wir müssen die Zeit wieder ein bisschen reinholen, die wir nachts geschossen haben. Können wir in aller Ruhe her mal gucken, was die BGH macht. Können wir noch mal schauen, dass wir das entsprechend ja, ein paar Bäume haben wir noch. So, heute Nacht noch mal ein bisschen Geld kriegen von der BGH. Ja, und dann her aus die Maus, ne? Das ist die Lage alle. Zeit. Halb, hat da oben auch eine, halb 10 oder 4.
Ja, alles kostet Zeit, das hat man ganz viele Probleme dabei. Ja, dann haben wir auch den Bäume, wenn wir selber pflanzen, haben die alle größer auch. Gibt auch Mott mit Fichten, glaube ich, oder mit anderen Bäumen, das wäre auch mal interessant zu mischen. Wenn man 200 Bäume davon pflanzt und 200 Bäume davon. Ich meine, Holz ist Holz, ne? Für den Seeberg ist egal. Aber rein optisch gesehen ist das doch immer ein bisschen schöner. Ein bisschen mehr Vielfalt da ist. Ja, Kaffee ist mal wichtig. Dann machen wir ein paar Tassen fertig. Dann kann ich hier durchziehen. Es war die Gefahr, dass die letzte Tasse wieder kalt ist, aber gut. Oh, das geht. Und wieder ein Baum weniger. Ups. Viele Waldbauern schreien ja nach Entschädigung, ne, oder als staatliche Hilfe. Ich meine, ich finde das immer nett, wenn sie immer schreien. Aber keiner schreit, wenn sie jetzt, meine ich alle. Wenn sie jetzt Haufen Gewinne machen, dass sie plötzlich sagen, oh, abgeben, ne? Ne, ne. Aber die Mentalität ist typisch. Das Risiko teilen wir auf, wie im Sozialismus. Und wenn es doch mal richtig Gewinne gibt, das dann privat. Das funktioniert nicht. Entweder oder. Wir sind die guten und schlechten Zeiten zusammen. Das heißt, wenn er viele Gewinne macht, dann kann er auch viel Steuern zahlen. Und nicht so sagen, auch jetzt haben wir einen Borkenkäfer. Aufgrund von, naja, sagen wir so, Fehlern, die sie gemacht haben. Sprich Monokultur. Was für jeden Schädling eine Einladung ist. Denn wenn ich viel Futter habe, habe ich auch viele Fressfeinde. Das ist ja leider so. Und wenn man sich breiter aufstellen würde im Waldanbau, auf mehreren Baumsorten, dann wäre das nicht ganz so dramatisch. Aber die haben alle den Gewinn gesehen. Oh, Fichte wächst schnell. Ist gefragt, das Holz im Bau. Ja, und dann am Ende war also, zack, zwei trockene Jahre in vielen Regionen, nicht überall. Und schon gibt es Probleme, ne? So, liebe Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal Tschüss und Winke, Winke, ciao, ciao. Mal sehen wir uns mal wieder. Ciao.